So, hallo, guten Tag. Ich freue mich zu einem neuen Kultur-Europa-Journal begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute Claudia Unger. Hallo, Claudia. Servus, hallo. Hallo, Claudia. Schön, dass du bei uns bist. Claudia Unger ist die Leiterin des Volkskundemuseums, aber nicht nur das. Vielleicht kannst du uns ein bisschen etwas von dir erzählen, liebe Claudia. Ja, also ich bin seit rund 2 Jahren Leiterin der Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum. Dazu gehört das Volkskundemuseum in Graz in der Paulustergasse und das Österreichische Freilichtmuseum in Stübingen. Also es ist eine ziemlich große Abteilung und durch die Zusammenlegung der beiden Häuser hat sich auch die Gelegenheit ergeben, dass man jetzt inhaltlich eine Neuaufstellung macht. Und wir decken eigentlich durch die beiden Häuser jetzt eine sehr große Bandbreite ab, was eben volkskundliche Forschung und Museumsarbeit anlangt. Einerseits natürlich das traditionelle, auch bäuerliche, vorindustrielle, das vor allem jetzt in Stübingen ist. Und im Volkskundemuseum sind wir gerade mit einer Neuaufstellung beschäftigt, die im April dann eröffnet wird. Und da wird es vor allem dann um Gegenwartsthemen gehen, die auch mit leicht urbanen Bezügen natürlich dann ausgestattet sind. Also wir rücken deutlich ins Jetzt. Sehr schön. Also ich hatte das Vergnügen, du warst so nett und wir haben quasi eine Baustellenbesichtigung gemacht. Das ist ja ganz ein imposantes, tolles Haus. Kannst du unseren Zuseherinnen und Zusehern einen Einblick geben, den du mir da auch gewährt hast, weil es ist ja nicht nur Haus, sondern auch Kirche und Garten? Also das Volkskundemuseum ist in der Paulustergasse angesiedelt, hat eine sehr lange Geschichte, war am Beginn ein Kloster, eine Kapuzinergründung, daher eben auch die Kirche, die Antoniuskirche, die dort verortet ist, war dann später ein Krankenhaus, ein sogenanntes Tollhaus und dann eben seit über 100 Jahren bereits als Museum geführt. Der Museumsgründer ist der Viktor Gerramp, der jetzt noch mit einer Statue bei uns im Innenhof natürlich geehrt wird. Und eben seit dieser Zeit war das ein Museum, das sich vor allem eben den volkskundlichen Forschungen gewidmet hat und eben auch eine große volkskundliche Sammlung hat. Das Areal ist auch mit sehr vielen Gärten umgeben. Das ist vielleicht wirklich etwas, was sehr schön ist, weil wir einfach ein großes Areal mit Schrebergärten rundum haben, das wir auch sanft öffnen werden. Also es wird hoffentlich ein Rundumerlebnis für alle Besucherinnen und Besucher. Ich habe dich gebeten, heute hier Gästin zu sein, Kultur-Europa-Journal, weil ich kann mich erinnern, das erste Mal haben sich unsere Wege gekreuzt, als du Leiterin des Afroasiatischen Instituts warst und wir haben, glaube ich, sogar gemeinsam eine Nicaragua-Filmausstellung eröffnet, also Film und Ausstellung eröffnet. Deine Expertise diesbezüglich wirst du auch im neuen, unter Anführungszeichen, Job nutzen können, also beim Volkskundemuseum wirst du einfließen lassen. Das ist mir ein großes Anliegen. Erstens einmal war die Arbeit im Afroasiatischen Institut für mich sehr wichtig und vielfältig. Und wir legen ja im Volkskundemuseum künftig auch noch verstärkt Wert auf Kooperationen. Das heißt, mit möglichst vielen Menschen, die in der Steiermark aktiv sind, im Kulturbereich, möchten wir zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch ein Thema, das logischerweise Themen wie Migrationsthemen, interkulturelle Fragen und so weiter berührt. Und wir sind jetzt schon dabei, auch dafür Werbung zu machen, dass wir ein offener Ort sein möchten, wo eben auch entsprechende Initiativen dann Platz haben sollen. Da geht es dann natürlich auch um die Möglichkeit, Ausstellungs- oder Veranstaltungsraum zu bieten. Natürlich in Abstimmung mit unserer Ausstellung, die aber auch schon Bezug darauf nimmt, dass eben das Leben in der Steiermark sehr vielfältig ist. Und da gehört das natürlich dazu. Bei der Vielfalt, da sind wir jetzt bei der üblichen Gretchenfrage, gell? Wie hältst du es mit Europa? Das heißt, was wünschst du dir von Europa? Was wünschst du dir von uns? Weil Europa sind wir alle. Also Europa beschäftigt mich seit vielen Jahren schon. Ich war zum Beispiel einmal die Europabeauftragte der Diözese. Das ist eine interessante Funktion gewesen, wo ich das quasi aus dem Blickwinkel der spirituell Tätigen irgendwie betrachtet habe. Was ich mir wünsche von Europa ist einfach, dass in den wichtigen Fragen eben Friedenssicherung, Friedensarbeit, aber eben auch den Umgang mit den drängenden Fragen, wie es im Moment Flüchtlingspolitik, Außenpolitik grundsätzlich und so weiter sind, einfach auch einen gewissen Schulterschluss und auch in den Fragen der Nachhaltigkeit der Produktion in Europa, also auch durchaus wirtschaftliche Komponenten, halte ich für sehr wichtig und zukunftsweisend. Super, vielen Dank. Wenn ich richtig informiert bin, magst du uns noch sagen, wann das Volkskundemuseum eröffnet, so es funktioniert? Also wenn es sich Corona-konform macht, Genau. dann eröffnen wir Anfang April.
8. und 9. April sind die ersten Tage und da hoffen wir, dass wir das Haus nicht nur weit aufmachen können, sondern dass auch möglichst viele schon kommen können, weil wir, glaube ich, eine sehr spannende und diskursive Ausstellung zum Thema »Wie es ist«, das ist der Titel unserer Ausstellung, anbieten werden. Und wie es ist, das werden auch die Besucher und Besucherinnen wissen, weil sie einfach hier leben und deswegen einen Beitrag leisten können. Wir werden auch sehr viel Wert auf Diskurs legen. Und ich glaube, dass wir aufgrund der Themenvielfalt, die wir haben, wirklich für alle Menschen gute Anknüpfungspunkte haben. Und das sind alle herzlich willkommen. Super, wunderbar. Wir sehen uns ganz sicher. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Claudia, und alles Liebe. Ich danke für die Einladung. Dankeschön. Ciao. Baba.